Hallo, liebe Freunde, und hier haben wir sogenannte Schwefelritterlinge. Das ist ein an und für sich relativ häufiger Pilz, der sowohl in Laub- als auch in Nadelwäldern anzutreffen ist. Und der ist an und für sich durch und durch gelb, außer hier am unteren Stielende ist er weiß. Der Stiel ist so längs gerieft, die Lamellen stehen relativ weit auseinander und sind auch gelb, oben ist er auch gelb. Hier haben wir zwei ältere Exemplare, die gehen schon so ins Bräunliche. Das ist ein giftiger Pilz, der nicht zu Speisezwecken gesammelt werden sollte. Ganz spannend wäre ja mal die Frage, wenn der Schwefelritterling heißt und so nach Schwefel riecht, ob der auch Schwefel enthält. Das konnte ich leider übers Internet nicht herausfinden, aber wenn man mal an dem dran riecht, hier bei den älteren Exemplaren ist das noch deutlicher. Da tritt so ein Geruch von Schwefel, manche sagen auch Leuchtgas, zutage. Ich würde auch sagen, irgendwie so schwefelig oder so Feuerzeuggas, verfaulte Eier, sowas in die Richtung. Also jetzt nicht gerade angenehm. Das ist ein Pilz, den trifft man vom Sommer bis in den Spätherbst hinein. Und der wächst hier bei einer Kiefer und Buchen.